Wie geht's bei Camp Your Life weiter? Herzlich willkommen in diesem Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das wollte ich auch sagen. Genau. Ja, wie geht's bei Camp Your Life weiter? Wir sind ja jetzt wieder in Deutschland und haben in ein paar Tagen unser Treffen, auf das wir uns schon wahnsinnig freuen. Ja. Und haben in weiser Voraussicht auch schon unsere nächste Tour geplant. Ja, und im Gegensatz zu vielen, vielen anderen, bleiben wir erstmal hier in Deutschland. Genau, weil wir uns gesagt haben, eigentlich kennen wir ja unser Land, Deutschland, so gut wie gar nicht. Und wir haben auch gesagt, eigentlich möchten wir noch viel, viel mehr von diesen lieben Menschen kennenlernen, die uns folgen und die uns immer so nett supporten. Ja, das ist total Wahnsinn. Also ich weiß, wir haben das schon so oft gesagt, aber das ist so interessant und so Wahnsinn, was immer für Geschichten auch hinter euch also steht. Ja, zum Beispiel, wie seid ihr zum Camping gekommen oder wo kommt ihr generell her? Die Gegenden, die ihr uns beschreibt, fahrt mal unbedingt dahin. In unserer Gegend gibt es das und jenes zu sehen. Und da haben wir uns was überlegt. Ja, und zwar haben wir uns gedacht, wenn wir so eine Deutschland-Tour machen, dann können wir doch das alles verbinden. Das heißt, wenn ihr Lust habt und sagt, hey Pia, Markus, ihr könnt gerne mal bei uns vorbeikommen. Wir würden euch gerne mal unsere Geschichte erzählen, wie wir zum Camping gekommen sind. Und noch dazu haben wir so eine tolle Region, in der wir hier wohnen. Also da könnt ihr euch so viel angucken oder wir können euch auch was zeigen. Dann... Ja, schreibt uns einfach eine E-Mail. Wir blenden mal gerade hier die E-Mail-Adresse ein. Und wir würden uns freuen, wenn ihr euch da eintragt und euch einfach sagt, ja, wir wollen euch mal kennenlernen und möchten euch unsere Region näher bringen. Was für Traditionen haben wir? Was solltet ihr unbedingt mal gesehen haben? Und ja, ich denke mal, so wird das eine ganz runde Sache für uns alle. Ihr zeigt uns die Region, wir filmen das ab, die Zuschauer, die anderen Zuschauer können das sehen, Anregungen für den nächsten Urlaub, den nächsten Trip, wie auch immer. Und das war so unsere Überlegung. Also ich hoffe, dass es euch auch gefällt. Ja, oder ihr müsst auch nicht unbedingt eine E-Mail schreiben. Ihr könnt auch auf unsere Webseite gehen, campyourlife.com, und da einfach das Kontaktformular ausfüllen und uns schreiben, woher ihr kommt, also die Adresse am besten. Und wir, wenn wir also ein paar gesammelt haben, und wir hoffen, dass ihr euch ganz, ganz rege daran beteiligt, weil wir würden so gerne so, so viele von euch noch kennenlernen, dann schauen wir auf der Karte, wie wir es am besten verbinden und melden uns dann bei euch, wann das denn sein würde und ob es natürlich auch bei euch passt. Ja, also klar. Ja, ja, klar, wir würden uns natürlich dann vorher bei euch melden und würden dann sagen, hier, dann und dann könnte es so passen bei uns. Wie sieht es bei euch aus? Und so würden wir dann unsere Route, wenn es klappt, einmal durch Deutschland wählen. Ja, und ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Idee, weil wie gesagt... Schreibt auch gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ja. Sagt ihr, ja, das ist ja Schwachsinn, oder sagt ihr, oh, eigentlich ist das eine tolle Sache, ja, würde mich mal interessieren. Ja, weil wir haben jetzt schon auf der Messe auch einige von euch kennengelernt und viele kommen ja auch zu unserem Treffen. Aber es gibt ja noch so, so viele, die nicht die Möglichkeit haben zu kommen und die uns trotzdem immer schön schauen und supporten und... Ja, wir möchten einfach so viel wie möglich kennenlernen, weil wir haben nur positive Sachen erlebt. Wir haben nur ganz liebe, nette, positive Menschen kennengelernt. Ja, ja klar, also, ich meine, die uns nicht mögen, die sprechen uns nicht an. Aber trotzdem, wer da alles dahinter steht, die Geschichten und was sie uns dazu erzählt. Also alles in allem super, super lieb. Ja. Und deswegen haben wir uns gedacht, wie können wir das Ganze verbinden? Und das war jetzt die Idee. Und wie gesagt, meldet euch gerne und wir würden uns sehr freuen. Und vielleicht sitzen wir ja schon bald bei euch im Wohnzimmer. Das kann passieren. Okay. Ja. Also, dann, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Wer den Kanal noch nicht abonniert hat, gerne abonnieren. Tut nicht weh. Tut nicht weh, sagt sie immer. Und ja, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet, würden uns das natürlich sehr freuen. Und bis dahin. Camp Your Life. Tschüss. Walking up.